Hallo zusammen und willkommen zu meinem ersten UFO-Video 2017. Und ihr fragt euch vielleicht, warte mal, ist der nicht eigentlich gerade auf Mauritius? Ja, ist er, Leute. Und ich möchte eben so ein bisschen Urlaub machen, aber ihr sollt trotzdem auch in der ersten Januarwoche 2017 weiterhin eure Dosis hier vom UFO bekommen. Und deswegen produziere ich gerade dieses Video hier vor. Am 28.2016 noch, Januar, nein, Dezember, so rum. Ihr habt es verstanden, Leute. Wir switchen hier aber direkt rein. Ihr seht schon, um was es heute geht. Hashtag UFOFelix. Denn unter diesem Hashtag könnt ihr mir eure Ideen für dieses Thumbnail geben. Und wenn ich dann eben zurück bin aus Mauritius, das heißt in einigen Tagen, dann möchte ich hier natürlich so schnell es geht einziehen. Und dafür brauche ich noch ein paar Sachen. Das habt ihr in dem letzten Video schon mitbekommen. Unter anderem da vorne soll ich noch eine fette Kommode hin, da muss eine hin und hier ein riesen Teppich. Und ich habe euch gefragt, was haltet ihr davon? Ihr habt mir richtig viel Feedback gegeben, gerade auf Twitter. Und da habe ich mir so ein paar Sachen hier mal rausgesucht, Leute. Das ist sowas, was ihr alles so geschickt habt. Ich habe ein paar Tabs habe ich offen. Und die gehen wir jetzt einfach mal so nach und nach durch. Das ist heute sozusagen Let's Einrichten Teil 2 vom UFO. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch häufiger machen. Aber jetzt eben erstmal, letztes Mal waren es ja meine Vorschläge, die ich dann zusammen mit Izzy besprochen habe. Heute sind es eure Vorschläge, zu denen dann ich mal alleine so meine Kommentare abgebe. Also Leute, los geht's hier mit der Becky. Die Becky 189 hat geschrieben, sie findet diese Kombi aus Schwarz und Braun ganz gut. Und ja, ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich finde es gar nicht schlecht, vor allem wenn man das Holz an der Seite anpassen würde auf dieses Holz. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr den letzten Vlog gesehen habt, also den letzten UFO-Vlog, dass ich hier ein Schreiner slash Tischler, wo ist der überhaupt der genaue Unterschied, Leute, müsst ihr mich mal informieren. Weil ich glaube, er hat von sich als Schreiner gesprochen, aber ich dachte immer, sowas heißt Tischler, wie der Jerry auch gesagt hat. Keine Ahnung, könnt ihr mir auch gerne mal sagen. Aber ja, er kann auf jeden Fall halt alles mögliche, so, ich sage immer so, das finde ich von dem Möbelstück cool, das von dem, und dann kann ich mir sowas ganz Eigenes daraus bauen. Und ich meine, wenn man zum Beispiel eben das Holz hier vom Tisch nehmen würde und, hört ihr das gerade, Leute? Reni macht gerade einen Stream und es gibt, da ich morgen fliege, kann ich nur jetzt gerade aufnehmen. Deswegen sorry für Hintergrundgeräusche, ich bin so nah, es geht hier gerade dran am Mikro, um den Ton halbwegs verträglich zu gestalten. Sobald ich eingezogen bin, wisst ihr, wird alles besser, aber im Moment sind wir noch ein bisschen rough hier auf einer kleinen Baustelle, zumindest hier bei mir unterwegs. Er hat auch einige Gäste da, also heute ist es wirklich schlimm. Ich hoffe, das wird nicht dauerhaft so, aber ich glaube es nicht. Das glaube ich, ich sage mal, es ist ein bisschen eine Ausnahme. Egal, Leute, auf jeden Fall so eine Art von Kommode kann ich mir vorstellen, auch mit so einer Metallfront. Also danke für den Vorschlag, Becky. Ich fand es halt cool, dass ich so durch euch auch ein bisschen auf ganz neue Ideen gekommen bin. Und ihr nicht einfach nur gesagt habt, das, was du gesagt hast, fand ich cool und das fand ich nicht cool, sondern es sind, teilweise habt ihr eben auch ganz neue Sachen geschickt, was natürlich am besten ist, sag ich mal. Die Caroline hat dann auch geschrieben, dass es, was Izzy und ich eigentlich auch schon so gesagt hatten, dass eben so ein Teppich eigentlich mega geil ist in Kombination mit dem Möbelstück, weil es so ein bisschen diese Farben widerspiegelt. Also Izzy und ich fanden ja diesen helleren blauen Teppich cool, aber das kommt ja auf selbe hinaus. Auch die Farbe ist ja da in dem Möbelstück drin. Und ja, das glaube ich echt cool, wenn man da so ein bisschen so eine Verbindung schaffen würde. Aber gerade auch als ich jetzt eben mit dem Tischler slash Schreiner gesprochen habe, aber irgendwie fanden wir dann doch wieder das Dunklere cool, so wie das jetzt hier bei dem auch eben ist, also dass man sehr monochrom ist und ohne die Farben. Da ist dann eben die Frage, ob es trotzdem noch so cool passt mit dem blauen Teppich. Aber ich muss irgendwie halt fett Farbe reinbringen und ich finde, das mit dem Teppich passt irgendwie einfach am besten. So, trotzdem danke ihr Lars auch für diesen Vorschlag, weil ich finde, das spiegelt so ein bisschen wieder, ich möchte dies so ein bisschen rough haben. Und das hat ja auch gerade zum Beispiel die diese Metallecken-Kantenträger, wie auch immer man das nennt, die so ein bisschen hervorstehen von dem Holzkorpus an sich. Und ist auch so ein bisschen durcheinander mit diesen schwarzen Metallblenden und auf der rechten Seite ist aber wieder Holz und ein bisschen mit Glas. So, ich möchte es auch so ein bisschen durcheinander halt haben, dass es so ein bisschen wie zusammengewürfelt aussieht, aber im Endeffekt halt perfekt für meine Bedürfnisse eben abgestimmt. Und dafür muss ich eben auch noch die Zeichnungen machen, wie genau das sein soll. Das muss ich auch nochmal machen. Ja, aber danke auch für diese Inspiration. Der @m01ch01, ich weiß wirklich nicht, wie es aussprechen soll, hat mir hier nochmal das Sideboard geschickt. Ja, das geht auch, aber ist ja genau eigentlich ähnlich wie das letzte. Geht auch in die Richtung. Und ist auf jeden Fall auch was der Schreiner mir auch bauen kann. Und ja, das hier von der Rebecca, die hat mir einen Teppich geschickt, den ich noch nicht hatte. Deswegen habe ich den hier gerade mal so offen. Der, finde ich, sieht auch sehr nice, auch wenn er sehr teuer ist. Ich werde auf jeden Fall mit Rahim, der ist zu mir gekommen, der hat sich schon beschwert und hat gesagt, Junge, also was Izzy und du da zusammen gelabert haben und da gezeigt haben, wie das geht ja gar nicht. Und diese Vintage-Teppiche sind ihr absolut ihr Geld nicht wert. Das sind ja einfach ausgebleichte Teppiche. Aber, also Rahim in allen Ehren, ja, der kennt sich mit Sicherheit am besten von uns allen hier mit den Teppichen aus und so weiter und so fort und deren Qualitätsstufen und so weiter. Aber nicht nur Izzy, sondern auch mir gefallen eben einfach diese, und vielen von euch auch,
gefällt einfach dieses Abgenutzte sehr gut. Und wie, ich weiß nicht, ob das hier, wo ich es gelesen hatte, aber genau, diese Teppiche sind halt wirklich 20 bis 50 Jahre alt und werden dann erstmal farbneutralisiert. Das heißt, vielleicht war das davor sogar ein roter oder so, keine Ahnung. Und werden dann nochmal neu in diesem Blau eingefärbt und dieses Muster bleibt halt so vergiltmäßig zurück. Also es ist ein relativ aufwendiger Prozess und viele sagen vielleicht, okay, der wird dadurch kaputt gemacht. Aber ich finde es cooler so, als wenn er gerade komplett neu wäre oder perfekt über 10 Jahre, immer perfekt behandelt und so weiter. Ich finde, es sieht ganz geil, so rough aus. Und auch wenn wir eben mit Schuhen rüberlaufen, immer macht das dann nicht so das Problem, weil er ist eh schon rough und dann ist das kein Problem, wenn noch ein bisschen mehr Dreck drauf ist oder so, keine Ahnung. Und die kann man trotzdem halt, der Vorteil von so Perserteppichen gilt natürlich bei diesem auch, denke ich mal, dass man den gut reinigen kann. Aber ich werde mit, sobald ich eben zurück bin aus Mauritius, werde ich mit Rahim nochmal in ein Fachgeschäft gehen und mich mit ihm zusammen da mal beraten lassen. Also sowohl von den Mitarbeitern da als auch von ihm selbst und ein bisschen was anfassen, vielleicht auch einfach mal. Vielleicht haben die auch solche Vintage-Teppiche, die vielleicht sogar so blau sind oder so verbleichtes Blau zumindest. Und dann mal gucken, für was ich mich entscheide. Aber ich finde an sich, finde ich so einen Teppich halt mega nice. Und ja, die sind ultra teuer, aber die halten halt auch ein Leben lang. Und vielleicht finde ich auch mit Rahim zusammen noch ein bisschen was günstiger ist, was aber irgendwie an das so rankommt. Ja, Alter Leute, was ist denn hier los? Hört ihr das die ganze Zeit oder sagen ihr sie jetzt nur, oh, was ist da los? Und ihr hört gar nichts, aber ihr wird auf jeden Fall ordentlich rumgeschrien. Naja, weiter geht's im Text, Leute. Das ist auch wieder hier, das kam vom selben Tweet, glaube ich, diese Kommode. Finde ich auch cool. Könnte ich mir für diese Ecke da vorstellen, nur mit eben Rollen drunter. Eben die Ecke, wo ich aufnehmen will, da soll immer was stehen, aber dass man es leicht wegschieben kann, wenn man eben was aufnimmt. In der Ecke, irgendwie eine Vlog-Sequenz oder was auch immer, weiß ich ja noch gar nicht so genau. War da einen übersprungen, hier sind wir. Steffen Rohr hat so eine, diese blaue Kommode hingeschickt und ich finde, die sieht echt nice aus, muss ich wirklich sagen. Das ist mega cool. Aber ich weiß nicht, ob ich es unterbringen kann, aber ich finde so ein fettes Teil, was einfach so eine coole Farbe hat. Aber sowas ist auch immer einfacher zu beschaffen, sage ich mal, wenn man schon viel hat im Raum und dann denkt, okay, das eine Stück, das passt noch da an. Jetzt, wo hier noch nichts drin steht, finde ich so schwer, das so drauf anzupassen alles, weil eben so wenig bisher drin ist. Aber an sich finde ich das auf jeden Fall sehr cool. Ist ein bisschen langweilig natürlich, aber ja, diesen alten Metallstil finde ich sehr cool. Danke auf jeden Fall Steffen auch dafür. Die Ed Berit Schmerer sagt, dass sie diesen weißen Teppich auch sehr gut finden würde. Und ja, den finde ich auch mega nice. Der würde vielleicht auch Rahim wieder besser gefallen, weil er nicht so blau und so ausgebleicht ist. Aber das ist wieder das Problem, dass die Farbe halt fehlt. Da müsste man irgendwie anders die Farbe reinbringen. Zum Beispiel natürlich in diesem Schrank. Aber selbst dann, es fehlt irgendwie ein bisschen an die Farbe hier. Und ich finde, das, ja, das lässt sich mit dem Blau halt irgendwie ganz cool machen. Mal gucken. Aber der sieht an sich mega nice aus. Also das finde ich, der sieht auch sehr, sehr cool aus. Halt einfach so ein klassischer Perserteppich, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen, ich kenne mich ja nicht aus, so sieht es für mich als Laie aus, aber halt so monochrom, sehr cool auf jeden Fall, dankeschön. Ed Lolo und so, die Richtung könnte ich mir gut im UFO forschen, auch wieder so eine Compilation hier aus verschiedenen Sachen, die ich alle auch sehr cool finde, das hier finde ich auch gut, das scheint auch so ein bisschen Metall zu sein, ich kann es nicht ganz so genau einschätzen, außen dann eben innen so ein bisschen mit Holz, also wenn ich es halt irgendwie hinbekomme, dann selbst so eine fette Zeichnung zu machen wo, und es dann so perfekt anzupassen, was wohin soll, dann noch so Ladegeräte integrieren in den Schrank eben drin, also fettes Kabelmanagement und dann ganz viel, also ich will, dass es am Ende so aussieht wie zusammengewürfelt, aber halt perfekt auf mich abgestimmt und dann auch in einer guten Qualität, weil es von einem geilen Tischler gemacht wird. So, das wäre halt mega nice. Also, das wäre wirklich sehr, sehr cool. Solidholz.de, Leute, das wäre die sein Shop, habe ich euch ja schon mal im letzten Vlog gesagt, also da muss ich auch nochmal vorbeigucken und jetzt dann so ein bisschen gucken, was würde wie, so, wo passen und im Endeffekt kann halt alles auch perfekt auf mich anpassen. Mal gucken, Leute. Erstmal weiter mit euren Vorschlägen. Cassie schreibt oder schickt diese Bilder hier für den Hashtag UFO Felix. Das muss ich auch sagen, diese alten Schulspinde, das habt auch viele in die Kommentare geschrieben, finde ich auch nice. So, also wenn man halt richtig so ein, ja, ist halt wirklich wie ein Schulspind oder Militärspind, keine Ahnung. Finde ich jetzt in dem Blauen, sieht nicht so nice aus, aber so vom Grundding her finde ich es schon cool. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Sind alles nice Sachen. Das hat Ed Nordlicht 7 geschickt. Finde ich auch cool. Also gut. Das habe ich jetzt auch gar nicht gesehen. Das ist nur das Hauptfoto gesehen. Auch nicht schlecht, ja. Aber ja, gerade das finde ich auch cool. Und da ist es immer sau schwer, dass es so wirklich, dass es nicht zu billig halt aussieht und so zu sehr gewollt und nicht gekonnt. Das finde ich so ein bisschen das Problem bei solchen Sachen. So ein kleiner Container, auch nicht schlecht, wüsste ich aber nicht genau wo. Ich weiß nicht, ob ich da hinten in der Ecke, Leute, seht ihr das hier? Oder? Hier hin, das ist das Ding. Ich möchte ja das Sofa jetzt ziemlich mittig haben. Wahrscheinlich werde ich es nochmal ein bisschen. Oh, das ist ja super leicht zu schieben.
So, was ist ein Tintenfelder noch da? Dann müssen wir irgendwie gucken, wobei Fette dann kriegen wir das Zeug. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hier fette Pflanze und vielleicht noch so eine Art Container wie das eben. Aber da muss ich noch gucken, das wäre der einzige Ort, wo ich mir sowas vorstellen könnte. Sieht aber ganz cool aus. Nicht genau in der Farbe und so weiter, aber vom Ding her würde ich auch eher was Dunkles wahrscheinlich daneben. Das haben wir, glaube ich, gerade schon gesehen, Leute. Hier nochmal ein besseres, aber besseres Foto. Das sieht auch sehr cool aus. Vielen Dank, Alex Lutz. Das sieht schon cool aus, auf jeden Fall. Wenn man da halt auch auf sowas dann eben noch spielen könnte, aber genau in dem Stil, wie da unten Caution und so weiter drauf ballert, das ist schon nice. Wenn es halt so nicht so in your face spielen, ja, sondern und Jorgen will ich auch aufpacken, sondern halt so dezent. Das glaube ich halt cool, weil dann, wenn man das so, das fällt nicht sofort ins Auge, aber wenn man sieht, ist halt schon irgendwie nice, weil es halt was Eigenständiges ist. Ja. Und dann hat der Alex mir noch Folgendes hier geschrieben. Achso, diese Serie. Oh ja, die war sau teuer, Leute. Hier, seht ihr das? Seht ihr den Preis? 2000 Euro für das Teil hier. Aber vielleicht kann man sich zumindest Inspiration dabei holen. Also das würde ich mir jetzt nicht kaufen hier, aber Inspiration holen. Das ist, glaube ich, richtiges Beton hier. Und gucken, ob man sowas irgendwie halt vom Stil her irgendwas davon adaptieren kann. Weil das finde ich eigentlich auch ganz nice, so halt mit dem Beton so. Nicht das Gesamtding, aber ich finde die Füße ganz cool und das Beton, das ist schon nicht schlecht. Das gibt es eben auch so breit. Und ja, ob man das so ein bisschen die Kombi da einarbeiten könnte, ich weiß nicht. Höchstens wahrscheinlich das Beton, was hier so drin ist. Das finde ich halt irgendwie, sieht ganz nice aus. So, da kam hier eine Notiz von Eugen Maffei, der hat geschrieben. Warte hier, Leute, das war hier. So, das ist der Eugen Maffei. Und das hier hat er eben geschrieben. Du wolltest doch eine Ecke für Formel 1 haben. Hätte da eine Idee, du kannst doch einen alten Ford Mustang Autositz als Stuhl benutzen, Leute. Das finde ich echt eine mega geile Idee. Also ich will ja immer noch hier in der Ecke. Da will ich so einen Stuhl, den man vielleicht auch halt mal verschieben kann, so ein Racing Seat halt. Das brauche ich nicht zum Einzug, aber so ein bisschen 2017 vielleicht irgendwann. Sowas mal mir zu bauen. Und das ist natürlich viel cooler, wenn man nicht so ein alles auch so modern hat, sondern dass es halt eben zum Rest hier passt, irgendwo so einen alten Autositz besorgen könnte. Wenn ihr da irgendwie wisst, wie man sowas, wo man sowas herbekommen könnte, können wir auch gerne mal schreiben. Aber ich schätze mal, es wird erst so in einem halben Jahr oder so frühestens eher ein bisschen später relevant. Aber das finde ich mega nice, so einen richtigen alten Autositz. Und das dann aber in so einem richtigen Racing Seat halt, also so Racing Configuration eingebaut mit Monitoren und fettes Lenkrad und sowas alles. Zum geilen Zocken eben von Autospielen. Autospielen, Rennspielen. So, dann hat er aber auch noch geschrieben, würde auch zu dem Stil passen, genau, und für das Gemeinschaftszimmer könnt ihr doch das Creators-Logo als Graffiti auf die Wand sprühen. Auch keine schlechte Idee, aber noch cooler ist, was ich mir von Anfang an gedacht hatte, auch mit Easy zusammen, dass man nämlich sowas hier in der Art machen könnte, Leute. Sowas hier, solche ja, LED-Logos, ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt, aber, jetzt habe ich hier die Seite gewechselt, aber sowas in der Art, dass man halt das Creators, also dieses UFO-Zeichen, wisst ihr, was auch immer auf den Subnets ist, weil ich habe es ja auch extra offen. So, wenn man das Zeichen hier, was ihr seht, so an die Wand bringen könnte, da oben links in der Ecke sieht man das ganz gut, so, und dann mit so einer weißen Hintergrundbeleuchtung oder vielleicht sogar so einer leicht lilafarbenen Hintergrundbeleuchtung, das halt so als fettes Teil an der Wand, also so richtig groß, so, keine Ahnung, so groß und das eben im Gemeinschaftsraum an der Wand, das finde ich mega cool. Allein weil du halt immer dann hier ins Büro reinkommst und siehst direkt so ein fettes Teil und weißt, okay, das ist hier unser Büro alles und das ist das UFO, wir sind die Creator und so. Ich finde das so, wie Deko ja immer, ist alles kein Muss, aber es ist einfach vom Feeling her mega nice. Aber ja, schwer irgendwie sowas zu finden. Ich habe hier nur so einen amerikanischen Händler gefunden, der sowas macht. Ich schätze mal, sie sind auch unendlich teuer. Eurographics hat uns mal einer der, die Mutter von einem unserer Zuschauer arbeitet da und die hat uns mal so eine Mail geschrieben, als wir noch ziemlich frisch eingezogen waren. Ich weiß nicht, ob wir darauf leider jemals geantwortet haben, aber wir hatten auf jeden Fall darüber gesprochen mal. Also danke für die Mail und für und so weiter und für das Erzählen, sag ich mal, an denjenigen Zuschauer. Dankeschön. Die machen aber nur so Light Art, also sowas, so beleuchtete LED-Hintergrundbilder. Ich weiß nicht, ob die auch sowas bauen könnten. Aber sonst wäre das vielleicht mal, also ich muss mal irgendwie einen deutschen Shop finden, der irgendwie sowas macht. Oder vielleicht macht Eurographics das auch, keine Ahnung. Aber wenn ihr da jemanden wisst oder vielleicht sogar jemanden in der Familie habt oder so, dann meldet euch auf jeden Fall auch gerne mal. Weil das ist natürlich schon eine ziemlich nice Sache. So, und damit sind wir aber, glaube ich, hier jetzt am Ende von der heutigen Folge Let's Einrichten angelangt.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein kurzes Video hier eben für euch. Ich wollte eben, selbst wenn ich eigentlich gerade im Urlaub bin, trotzdem irgendwas für euch Kleines hier aus dem UFO haben. Deswegen habe ich das hier so aufgenommen. Wollt ihr, dass ich sowas mache oder findet ihr das nicht so cool? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns dann zum Let's Einrichten 3 dann irgendwann wieder, wenn es an noch andere Sachen geht. Und ja, so, der nächste Vlog aus dem UFO, der ist dann schon wieder live sozusagen. Also der ist dann nicht vorproduziert, sondern der ist dann live. Und dann geht es eben mit Rahim als Sammy aussuchen. Und dann geht es daran, hier wirklich endlich verdammt nochmal einzuziehen. So Leute, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben und macht's gut. Ciao.